Adi Schatz, alles Gute. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eigentlich wollte ich jetzt gerade zu dieser Uhrzeit das neue Pokémon Legenden Arceus Spiel streamen, ja, weil das ja im Prinzip jeder streamt. Und eigentlich dachte ich sogar, dass ich das vielleicht gestern schon streamen kann. Das hat dann nämlich beim letzten Mal gut geklappt. Als mir Pokémon Leuchtende Perle vorbestellt wurde aus meiner Wunschliste von einem Zuschauer, beziehungsweise es hieß, pack das in die Liste. Dann kannst du das ja mal zocken. Wir wollen sehen, wie du das zockst. Komm, ich will dir das zukommen lassen. War eine feine Sache, hat wunderbar geklappt. Der Release war am Freitag. Am Donnerstag kam das Spiel per DHL. Alles super. Habe ich mich mega gefreut. Wir hatten viel Spaß seitdem damit. Und jetzt war ich eine Woche in München und habe gedacht, du kommst am Mittwoch aus München zurück. Am Freitag ist Release von Arceus. Und es wurde wieder vorbestellt von einer Zuschauerin, diesmal von der Zockermaid. Grüße gehen raus. Die Zockermaid hat mir das Pokémon Legenden Arceus Spiel bestellt. Wir haben jetzt alle drauf gewartet. Ende Januar kommt das. Ich habe gedacht, wenn das Freitag kommt, Release Day ist, vielleicht habe ich es ja Donnerstag schon wieder im Briefkasten und kann das Donnerstagabend mit euch zocken. Ging jetzt nicht. Habe ich gedacht, okay, Pupsi, kommt 16 Uhr. Wenn das heute früh mit der Post dann, kann ich ja so lange ein bisschen zocken. Kein Problem. Jetzt werde ich schon den ganzen Tag fuchsig, denn DHL ist durch, Hermes ist durch, Zockermaid hat gesagt, ja, es kommt wohl direkt über Amazon, direkt von Amazon, steht da, zwischen 1 Uhr frühs, wirklich 1 Uhr, also eine Stunde nach Mitternacht, zwischen 1 Uhr und 23 Uhr wird das geliefert. Ich habe gedacht, oh mein Gott, die Zeit rennt weg. Sabrina lädt Fotos hoch, mein Spiel ist da, heute 18 Uhr geht's rund. Pablo kündigt Stream an, ey, hier 23 Uhr geht's los, fertig, heftige Sache. Thomas wartet drauf, alle anderen zocken schon seit gestern, die ganzen Amis wieder komplett am Durchdrehen. Und mich triggert das jetzt, weil ich eigentlich nur am Donnerstag Zeit gehabt hätte. Heute hätte ich gar keine Zeit gehabt, hätte mir die Zeit genommen. Samstag kann ich nicht, Sonntag kann ich nicht, Montag kann ich nicht, Dienstagnacht kann ich dann und wenn alle schlafen, also ist ein bisschen ungünstig verlaufen, aber ich dachte, okay, vielleicht hast du noch Glück oder nimmst dir halt mal eine Stunde raus, ist einfach nur mal reinzugucken, mal Hallo zu sagen. Jetzt bin ich alle halbe Stunde runter an den Briefkasten gerannt, weil der Amazon-Bote ist derjenige, der das immer in den Hausflur wirft. Und dann schnell wegrennt, aber nie klingelt. Der hat noch nie geklingelt an der Tür. Ich weiß nicht, ob der nicht weiß, was eine Klingel ist. Es wäre so schön einfach, wenn man... Dann soll er halt nicht 3 Jahre warten, bis ich die Treppe runtergerollt bin. Aber es wäre toll einfach wirklich, wenn man da, zack, mal kurz klingelt. Und dann kann man ja die Tür wieder zubatschen und wegfahren. Dann sehe ich, ah, der Amazon-Bote war da. Dann rolle ich runter und hole mir das aus dem Briefkasten. So stellen die meistens das auf den Briefkasten drauf. Lassen die Türen auf, keiner sagt was, die Leute rennen alle vorbei, das Zeug kommt weg, finde ich immer scheiße. Jetzt bin ich alle halbe Stunde runtergerannt und habe geguckt, hey, mein Paket ist ja da, oh mein Gott, wann auch immer das gekommen sein sollte, hab das jetzt aufgerissen, ja. Man erkennt auch, dass das hier gelber Sticker, dass das eben dieser Amazon-Bode ist. Adresse ist mir jetzt auch scheißegal. Da könnt ihr mir noch ein paar Karabinerhaken schicken, ne, wenn ihr wollt. Macht das auf. Denke mir, was ist das denn für eine komische Hülle? Das ist irgend so eine Tüte hier. Eine Tüte? Da ist doch kein Spiel drin. Jetzt steht hier Babystroller-Hooks. Babystroller-Hooks. Bring more convenience to your trip, ne? Universal Fit Extra Strong Non-Slip Design. Was? Ich mach das Tütchen auf. Ich habe gedacht, keine Ahnung. Vielleicht ist das was von Pupsi. Ich habe noch mal geguckt. Ich sollte Pupsi das und das und das bestellen. Alles ist bisher schon angekommen bei ihr. Das ging ja eh nicht an mich. Das ging an ihre Eltern. Ich habe nichts bestellt. Ich habe auch nichts anderes dann auf der Liste gehabt, was irgendwie sowas sein könnte. Jetzt reiße ich das auf, jetzt nehme ich das raus. Jetzt habe ich hier diese 2 superschönen Karabinerhaken bekommen. Guck doch mal, ein Arceus! Ah! Welches Team seid ihr? Karabiner-Team oder was? Ich verstehe es nicht, ich werde so bekloppt. Du wartest diesen gottverdammten Tag da drauf.
Du stehst unter Zeitdruck, weil du weißt, du hast nicht so viel. Du musst immer jede Minute nutzen, die du hast. Jetzt sitzt du hier, jetzt hättest du Zeit gehabt. Das wäre übelst cool gewesen. Die Zockermaid bestellt dir das extra vor. Die Zockermaid guckt die ganze Zeit drauf. Es ist immer noch in Lieferung. Jetzt finde ich das im Briefkasten. Ich habe sie mal gefragt und sie hat gesagt, jo, steht da, ist zugestellt. Zugestellt an den Briefkasten. Es ist also dieses Paket. Das ist mein Pokémon Legenden Arceus Spiel. Zwei Karabinerhaken. Ich habe jetzt auch direkt angerufen. Natürlich war wieder mal ein Ausländer dran. Nichts gegen Ausländer, aber der hat wirklich einfach nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe. Ich habe nichts verstanden von dem, was er gesagt hat. Er kam die ganze Zeit nur, Sie wollen was bestellen, okay. Haben Sie Bestellnummer für mich? Oder, ach, Sie haben was bestellt, haben Sie Bestellnummer für mich? Ich habe wieder nochmal erklärt, nein. Mir wurde was gekauft über meine Liste. Das wird bei mir jetzt hier angezeigt als gekauft. Das wurde jetzt an mich verschickt. Ob er das einsehen kann, was jetzt das Problem ist, ob das wirklich das sein soll oder was da hin und her. Ich konnte mir eigentlich schon denken, dass ich eh nichts machen kann, dass Zockermaid jetzt im Prinzip da sich melden muss. Zockermaid muss sagen, sie hat das bestellt, ihre Bestellnummer, dann sagen die, ja, das ist ein Spiel, ja, das wurde heute geliefert. Wie soll sie denn jetzt beweisen, dass das, was bei mir ankam, nicht das ist, was die geliefert haben? Der sagt einfach zu mir, der andere Typ, ja, dann schicken sie das halt jetzt zurück. Ich habe kein Rücksendeetikett, kein gar nichts. Ich habe keine Bestellnummer dafür, ich habe kein gar nichts. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie die das jetzt machen. Selbst dieses, wenn sie da anruft und einfach sagt, ich habe da das Spiel gekauft und bestellt, das kam heute bei dem Herrn an und der Herr hat gesagt, da war kein Spiel drin, können Sie ihm vielleicht noch eins schicken? Soll das so einfach gehen? Da könnte ja jeder einfach, der was über eine Liste für einen anderen bestellt, sagen dann, oh, da war aber was ganz anderes drin, ne? Und dann, ach, das tut uns aber leid, da schicken wir gleich nochmal eins raus. Und im Endeffekt hat er dann zweimal das Spiel und verlost es einmal an die Community. Das wäre auch richtig genial. Das ist doch total unsicher. Wie gottverdammt soll das jetzt nachgeprüft werden? Und selbst wenn sie ihr jetzt da alles geben zum Zurücksenden, sie hat ja die Sachen nicht. Aber ich glaube nicht, dass man das zurücksenden muss, weil die wissen eh nicht, was sie da reingemacht haben. Aber es ist traurig, ich bin gerade ein bisschen ärgerlich, ja. Aber da weiß ich wenigstens, ich kann mir das alles in die Haare schmieren. Das wird heute nichts, ne? Es wird nichts. Morgen früh gibt's Raids für Zuschauer ab 10 Uhr, vielleicht wird das ja was. Wir sollen einfach bei Pokémon Go bleiben, wir sollen einfach raiden, wir sollen Community Days machen, wir sollen nicht auf der Nintendo Switch spielen, wir sollen keine neuen Spiele testen. Ich fand's cool, weil die Leute gesagt haben, sie wollen das mal sehen und sie hätten Bock drauf, dass ich das zocke. Ich hätte mir das gar nicht gekauft. Ihr habt mir das gekauft, beziehungsweise Zockermaid hat mir das gekauft, hat mir das bestellt. Da habe ich gedacht, wird fein, heute der Tag, aber nö, soll nicht werden. Ich hoffe, Zockermaid kriegt das irgendwie geregelt mit den Leuten. Ich würde gern selbst nochmal anrufen, nochmal. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal anrufen, gleich in der Hoffnung, dass ich irgendjemand anderes dran habe, der mich ein bisschen versteht und dem ich das irgendwie nochmal erklären kann und der mir genau sagt, wie dann da der Ablauf ist mit eben, wer da jetzt wie und wo und was oder ob die jetzt einfach direkt an mich nochmal was schicken. Aber da könnte ja jeder Blödel anrufen und einfach sagen, hey, selbst wenn er das Spiel bekommen hat, habe ich nicht bekommen, schicken Sie bitte nochmal eins, weil der Nachweis, dass das da ist, ist ja da, also, aber der Inhalt ist halt, ist euch sowas auch schon mal passiert? Habt ihr euch auch das Pokémon Legenden Arceus geholt? Schreibt's mal in die Kommentare, wer spielt das heute schon? Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Adi Schatz, alles Gute!